Ich fahre gerade den Brugger zu Bern zu suchen. Ich treffe dort Alexandra Karle auf einem Bier an der Unfassbar. Sie ist Direktorin von Amnesty International Schweiz. Und sie erzählt uns von den Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf ihre Arbeit. Hallo Alexandra. Schön, dich zu sehen. Das ist ein Bier her. Ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, dass du an die Unfassbar kommst. Ja, sehr gerne. Gesundheit. Danke. Gesundheit. Und ganz herzlichen Dank auch an die Turnhalle, dass wir hier in diesem wunderschönen Raum dürfen sein. Du bist gar nicht das erste Mal hier, oder? Wenn ich das richtig das gehört habe. Kann man wirklich nicht sagen. Unser Büro ist genau auf der anderen Seite von der Straße, von der Speichergasse. Und wir kommen hier quasi immer her. Das ist unser zweites Wohnzimmer für Besprechungen, auch mal nach der Arbeit oder mittags. Ja. Und da bin ich sehr froh, dass wir das hier machen können. Ja, es ist jetzt vom Wetter her sehr schön, aber auch sonst ist es sehr ein gemütlicher Raum hier. Ja, sehr cool, mit vielen Veranstaltungen, auch Musik abends und so. Das ist wirklich sehr schön. Ja. Ja. Euer Büro, Amnesty International, Sektion Schweiz, wo du Direktorin bist. Was in einem, zwei Sätzen, für die Leute, die es nicht wissen, vielleicht gibt es noch solche, was macht Amnesty International? Also Amnesty International ist eine Menschenrechtsorganisation und vor allen Dingen untersuchen und dokumentieren wir Menschenrechtsverletzungen und dann machen wir aber auch Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit, um eben die Rechte der Menschen zu schützen und Verbesserungen zu erreichen. Die schauen her, wo das Menschenrechtsverletzungen passieren, Kriegsverbrechen. Das sind Themen, die dir etwas fordern, die dir etwas aufdecken, die dir Leute anklagen zum Teil auch. Ist das eine angenehme Arbeit für dich? Also ich glaube, es ist vor allen Dingen eine notwendige Arbeit. Mhm. Ich komme ja auch zum Journalismus beruflich und war auch vielen Gebieten unterwegs, wo ich ja in Kriegsgebieten oder Krisengebieten, wo man das gesehen hat, auch was so passiert. Und jetzt habe ich schon das Gefühl mit Amnesty, wir können eine Verbesserung erreichen für die Menschen. Also zum Beispiel Menschen, die aus dem Krieg fliehen müssen oder der Schutz von Zivilpersonen in einem Krieg oder auch in ganz anderen Bereichen Menschenrechte schützen und wirklich dazu beitragen, dass sich Gesetze ändern beispielsweise für LGBTI-Menschen oder dass sich Frauenrechte verbessern. Das ist wirklich was Positives auch und deshalb, glaube ich, braucht es uns. Es ist eine notwendige Arbeit, auf jeden Fall. Ich glaube, wir alle, auch gerade wir von der Kirche, sind extrem dankbar dafür, dass es die Organisation gibt, die her schaut, die Sachen aufdeckt. Jetzt, wenn ich noch etwas tiefer reingehe, was ihr denn macht, eben, ihr habt Kampagnen, ihr macht Öffentlichkeitsarbeit, also ihr tut, wenn Verbrechen passieren, tut ihr die öffentlich machen. Tut ihr selber auch Gerichtsverhandlungen führen? Nein, nein, das tun wir nicht. Also unsere wichtigste Aufgabe ist tatsächlich eben vor Ort zu sein, wo Menschenrechtsverletzungen passieren. Das kann überall sein, das kann übrigens auch in der Schweiz sein, in einem Gefängnis beispielsweise oder in einem Bundesasylzentrum. Aber das ist natürlich vor allen Dingen auch viel in anderen Ländern, wo zum Beispiel gefoltert wird oder Menschen ohne Gerichtsverhandlung im Gefängnis landen. Da schauen wir hin, da decken wir auf und dann versuchen wir durch sogenannte Lobbyarbeit bei den Regierungen was zu bewirken. Also zum Beispiel, es geht um vergessene Gefangene, die ohne Gerichtsurteil einsitzen, keinen Kontakt zu Anwälten haben oder ihre Familien wissen nicht, wo sie sind. Dann versuchen wir wirklich genau das aufzurollen, dass es ein Gerichtsverfahren gibt, dass sie einen Anwalt sprechen können, dass ihre Familien wissen, wo sie sind, dass sie medizinische Versorgung bekommen, bis hin zur Freilassung. Also wir kämpfen auch für einzelne Personen, aber auch für Gruppierungen, die von Menschenrechtsverletzungen betroffen sind. Ja, ja. Und jetzt im Februar, vor gut zwei Monaten, hat der Krieg in der Ukraine angefangen. Hat das jetzt deine Arbeit extrem verändert? Hat das jetzt gerade einen grossen Einfluss gehabt, die letzten Monate, auf das, was du tagtäglich machst?
Also es hat unsere Arbeit insofern verändert, weil es so nah bei uns ist. Aber natürlich haben wir auch vorher die gleiche Arbeit für andere Kriegsregionen gemacht. In Syrien, in Afghanistan im vergangenen August, in Äthiopien mit der Region Tigray. Also das ist nichts Neues für uns, dass wir Kriegsverbrechen untersuchen und versuchen, Menschen auf der Flucht zu schützen. Aber jetzt ist das einfach sehr nah und die Menschen kommen sehr schnell zu uns. Das betrifft uns natürlich auch noch mehr. Es ist auch sehr viel Arbeit, weil sehr viele Menschen auf der Flucht sind und weil, soweit wir das beurteilen können und auch nachweisen können, die russischen Militärs überhaupt keinen Respekt haben vor internationalem Recht oder vor menschlichem Leben an sich und Kriegsverbrechen begehen. Und da sind wir natürlich besonders gefordert, auch um hinterher hoffentlich die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen zu können. Wenn du jetzt zurückschaust auf die Zeit, jetzt gerade in der Ukraine, in diesem Krieg, gibt es da tragische Parallelen von der russischen Seite her, was auch in Syrien, wo ja die Russen auch sehr stark involviert waren dort im Krieg, gibt es da tragische Parallelen? Leider ja. Und nicht nur zu Syrien, sondern wir haben das vorher auch in Tschetschenien gesehen, wir haben es in Georgien gesehen, wir haben es dann in Syrien gesehen, wo die russischen Truppen ja den syrischen Machthaber Assad unterstützt haben. Das zeigt immer wieder das gleiche Vorgehen. Also man schützt zivile Ziele nicht, obwohl es gibt ja auch im Krieg Regeln, dass man zivile Ziele nicht angreifen darf. Auch da sind schon Bomben auf Krankenhäuser gefallen oder auf Konvois, die Flüchtende nach draußen bringen wollen. Auch da wurden Städte schon abgeriegelt, sodass keinerlei Medikamente oder Hilfslieferungen durchdringen konnten und Menschen nicht aus der Stadt rauskommen konnten. Also das Korridore, ist ja, wo genau, nicht diese werden. Fluchtkorridore. Ja. Genau. Es werden wie zu Todesfallen. Die Leute flüchten und dann fällt gerade eine Bombe drauf. Oder Menschen, die an der Essensausgabe stehen. Und das haben wir schon immer wieder gesehen, aber es gab keine adäquate Reaktion von der internationalen Gemeinschaft drauf. Im Sicherheitsrat, also diesem UNO-Sicherheitsrat, das ja eigentlich das richtige Gremium dafür ist, da wurde es immer boykottiert von Russland und auch von China. Und deshalb gab es wie keine Handhabe. Und innerhalb Europas war man immer sehr zurückhaltend mit der Verurteilung. Und jetzt zeigt sich, wie wichtig das ist, wirklich darauf zu achten, dass internationale Standards und Recht eingehalten wird, weil das sonst immer weitergeht. Das eskaliert. Ja. Ja. Wenn ich noch einen Schritt zurückgehe und noch einmal zum Konflikt oder eben zum Krieg, man muss es Krieg nennen, in der Ukraine zurückkommen. Und die Situation jetzt bei uns in der Schweiz. Es gibt Leute, die sagen, ja, warum ist jetzt so ein riesen Aufschrei wegen dem Krieg in der Ukraine? Warum ist jetzt Westeuropa plötzlich so offen für die Flüchtlinge? Aber es hat ja schon immer Konflikte oder eben Kriege gegeben. Es hat immer Leute auf der Flucht gegeben. Was sagst du so jemandem, der das so ein bisschen probiert, gegeneinander auszuspielen, die verschiedenen Geschichten, die verschiedenen tragischen Geschichten? Ich finde das Ausspielen immer schwierig. Also was wir in Europa natürlich hatten, wir hatten seit dem Zweiten Weltkrieg keinen Krieg auf europäischem Boden, bis auf den Jugoslawienkrieg. Der war aber gefühlt ein bisschen weiter weg. Und ich glaube, jetzt haben einfach viele Menschen Angst. Mhm. Angst, dass es zu uns kommen könnte. Dass plötzlich das, sich selber könnte. Ja, ja. Und sie sehen eben, dass Menschen, die keine 1000 Kilometer von uns entfernt wohnen, oder lass es 1200 sein, auf einmal aus ihren zerbombten Häusern fliehen mit ihren Kindern und alles zurücklassen müssen und Angst um ihr Leben haben oder sogar getötet werden. Das ist unglaublich nah. Und da kann ich schon gut nachvollziehen, dass das die Menschen noch viel mehr mitnimmt, als wenn ein Krieg weiter weg stattfindet, sei es auf dem afrikanischen Kontinent oder eben Afghanistan oder Syrien. Aber ich sag mal, die Hilfsbereitschaft, die jetzt auch hier in der Schweiz zu sehen ist, das ist natürlich auch was ganz Tolles, eine tolle Entwicklung. Und die gab es teilweise aber auch schon, als die Menschen aus Syrien geflüchtet sind. Also das ist jetzt auch nicht völlig überraschend neu. Mhm. Ja. Aber höre ich da auch, eben, du hast gesagt, du willst nicht gegeneinander ausspielen, finde ich selber auch extrem wichtig, dass man das nicht macht, weil ein Mensch auf der Flucht ist einfach ein Mensch auf der Flucht. Absolut, und ja. Das spielt ja eigentlich keine Rolle, wo er herkommt. Oder es spielt überhaupt gar keine Rolle, wo er herkommt. Es ist einfach jemand, der Hilfe braucht. Wenn du aber sagst, es hat etwas mit der Angst zu tun, von den Leuten in Westeuropa, dass es so nah ist, dann ist dort schon auch irgendwo eine Kritik drin, dass jetzt so genau hergeschaut oder genauer hergeschaut wird von einer breiteren Öffentlichkeit. Während dir ja als Amnesty International die Arbeit die ganze Zeit machen. Du nicht nur, oder nicht nur, nicht jetzt einfach nur auf diesen Konflikt oder auf diesen Krieg bezogen. Also wenn du es mir erlaubst, versuche ich es positiver zu formulieren. Ja? Sehr gerne. Es ist vielleicht so, dass man jetzt auf einmal sieht,
Was bedeutet das, wenn man vor Krieg fliehen muss, wenn man vor Gewalt fliehen muss? Und jetzt sind wir so hilfsbereit, jetzt treffen wir viele Menschen, die geflohen sind. Wir kriegen das wirklich mit. Und vielleicht öffnet das auch ein bisschen mehr den Blick für andere Menschen, die aus anderen Ländern fliehen müssen. Und das ist so ein bisschen im Moment wirklich meine große Hoffnung, dass das vielleicht auch zu einem Wendepunkt beiträgt. Weil das, was du gesagt hast, ist absolut korrekt. Jeder Mensch, der vor Krieg oder Verfolgung flieht, hat ein Recht, Schutz zu bekommen. Und diesen Schutz sollten wir ihm einräumen, gerade wenn wir auch in so einem wohlsituierten Land wie in der Schweiz leben. Und vielleicht gibt es jetzt auch ein bisschen eine Veränderung, nicht nur bei den Menschen, die unglaublich hilfsbereit sind, sondern vielleicht auch bei den Politikerinnen, dass man sagt, okay, solche Schutzkontingente könnte man beispielsweise auch aus Afghanistan aufnehmen, ja, wenn dort sowas passiert wie ein Einmarsch der Taliban. Ja. Es ist immer so eine... Ich habe den Spruch nicht gern. Jede Krise ist auch eine Chance. Oder? Das haben wir auch in der Pandemie, jetzt zwei Jahre lang, ist das immer wieder gesagt worden. Und ich habe das eigentlich nie gern, weil ich immer denke, ja, jede Krise ist vor allem auch eine Krise. Also für den Menschen, für die Gruppe von Menschen, die jetzt darunter leiden, bringt der Spruch nicht viel. Und gleich gibt es irgendwo die Hoffnung, dass wir etwas gleich daraus lernen, dass wir uns anders diesen Menschen gegenüber öffnen, auch wenn sie jetzt nicht vor Ukraine oder nicht aus einem Nachbarland kommen, sondern etwas von weiter weg. Also ich meine, was wir jetzt gesehen haben, ist, wie schnell Europa relativ einheitlich handeln kann, wenn es will. Ja? Und wie schnell auch wir handeln können. Also wie schnell haben sich Tausende von Familien bei der Schweizerischen Flüchtlingshilfe gemeldet und bei Campax und gesagt, hier, wir haben ein Gästezimmer, wir haben ein Bad, wir sind gewillt, Familien aufzunehmen. Und ich glaube schon, dass das was verändert wird. Jetzt allein schon diese Handlungsfähigkeit in Europa, aber auch in der Schweiz, dass man einfach sieht, man muss sowas auch gemeinsam tragen, sowas gemeinsam begegnen, gemeinsam Antworten finden. Und dieser europäische Gedanke, der zerfiel ja so ein bisschen in den letzten Jahren. Ne? Die einen haben das gemacht, die anderen das. Die einen haben sich nicht so wirklich an europäisches Recht gehalten und haben die Grenzen komplett verschlossen. Aber was wir halt nicht machen dürfen, ist, geflüchtete Menschen mit zweierlei Maß zu messen. Und da möchte ich immer wieder hinweisen auf die armen Menschen, die immer noch an der Grenze zwischen Polen und Belarus festsitzen und wo wir wirklich im Winter zugeschaut haben, wie die vor unserer europäischen Haustür erfroren sind. Und sowas darf nicht passieren, weil das mit unseren Werten nicht übereinstimmt. Und so weit darf man es einfach nicht kommen lassen. Schreckliche Bilder, wie auch die, die uns zum Teil erreicht haben vom Mittelmeer, wo Menschen vertrunken sind auf dem Weg nach Europa zu kommen. Das gibt mir das Stichwort zur nächsten Frage. Wie gehst du persönlich, du arbeitest jetzt für eine Organisation, die sich zum Ziel macht, herzuschauen, wo Menschenrechte verletzt werden, wo Kriegsverbrechen passieren. Und das sind ganz, ganz schlimme Geschichten. Wie gehst du persönlich als Alexandra, die dort arbeitet, bei Amnesty International, wie gehst du mit dem um? Also es gibt natürlich immer wieder Bilder oder Meldungen, die mich auch wirklich ganz tief treffen und wo ich dann auch nicht schlafen kann, obwohl ich es immer wieder eigentlich sehen muss. Ich erinnere mich an so eine Szene aus Butscha, aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Kiew, als diese Fotos von getöteten Menschen, die auf der Straße lagen und Frauen unter Plastikplatten, das ist mir wahnsinnig nahe gegangen. Also da fängt man dann auch mal an zu weinen, weil man diese Distanz nicht hat, die man normalerweise hat. Das ist so eine professionelle Distanz, die man vielleicht auch als Journalistin hat, wenn man die ganze Zeit diese Bilder sieht. Man ist natürlich durch diesen Bildschirm ein bisschen geschützt. Man liest die Berichte, aber man ist nicht vor Ort und direkt betroffen. Viel schlimmer ist es für mich und vielleicht auch für andere, wenn man mit jemandem spricht, der sowas erlebt hat und der dann selbst sehr bewegt ist. Also da fällt es mir dann wahnsinnig schwer, irgendeine Distanz aufzuhalten. Also bei allen Menschen, die Schlimmes erlitten haben. Ja, es ist ja auch, man will ja nicht abstumpfen. Oder? Also das ist ja es braucht einerseits die Distanz, wo der Bildschirm auch helfen kann. Eben, Professionalität hast du es genannt. Auf der anderen Seite wäre es so sehr tragisch, wenn das irgendwann einfach Normalität wäre. Also das ist schon manchmal schlimm, wenn man immer wieder Berichte liest, wovon Folter, verschwinden lassen, verhaftet ohne Gerichtsverfahren und so weiter die Rede ist. Man liest das dann so. Ne? Und deshalb versuchen wir ja auch immer, wenn wir zum Beispiel mit den Medien sprechen oder Öffentlichkeitsarbeit machen, das an konkreten Beispielen festzumachen, weil man hat einen ganz anderen Bezug, wenn man von einer bestimmten Person spricht und erzählt, was der widerfahren ist. Weil man sich dann einfach besser hineinversetzen kann. Und mir geht es auch oft so, wenn ich so einen Text überfliege und dann bleibe ich hängen an Zeugenaussagen oder eine spezielle Situation, dann denke ich, hey,
Und dann wird mir wieder bewusst, um was es geht und warum ich das auch mache. Und das hilft natürlich auch, gerade in Zeiten, wo man wahnsinnig viel arbeitet und denkt manchmal, es wird alles zu viel, aber dann weiß ich wieder, warum. Ich glaube, wir als Gesellschaft können extrem dankbar sein, dass es Leute gibt, die da so genau hinschauen, die das so aushalten, die da ja, die Distanz irgendwo probieren zu wahren, aber sich gleich auch immer wieder dem aussetzen. Wenn du jetzt von deiner Arbeit her schaust, als Geschäftsleiterin von Amnesty International in der Schweiz, fehlt dir manchmal eine gewisse Empörung in der Gesellschaft? Weil du bekommst es ja eher mit als die meisten, die es aus der Zeitung lesen, wo du dann auch auf ein Interview gehst oder etwas aufgedeckt hast. Du hast vorhin angesprochen, die Menschen, die auf dem Mittelmeer ertrinken, ja, oder in den Camps in Griechenland sitzen. Da denke ich immer, warum stehen wir nicht alle auf und sagen, das geht mit uns nicht, sowas. Das tragen wir nicht mit, eine solche Politik. Ne? Und jetzt werden die Menschen, die Flüchtlinge aufnehmen, als Heldinnen gefeiert. Und da werden sie vor Gericht gestellt, weil sie Menschen aus dem Meer ziehen und ihnen vielleicht was zu essen geben und sie aufs Festland transportieren. Also ich finde, diese Grundwerte, die müssten mehr verteidigt werden von jedem Einzelnen von uns. Und ja, da bin ich dann manchmal schon ein bisschen erstaunt, dass man das so anschaut in den Nachrichten abends und dass da kein Aufschrei durchs Land geht, auch bei den Politikerinnen und Politikern, aber auch bei jedem Einzelnen von uns. Also dort fehlt dir eine gewisse Empörung. Ja, manchmal schon. Und vor allen Dingen an Handlungen, die aus dieser Empörung entspringen. Ne? Also es nützt ja nichts, wenn man empört ist, sondern man muss ja dann auch was tun. Ne? Ja. Und das fängt an, dass man selber in seinem privaten Bereich was tut, was ja noch viele machen. Sehr viele Menschen engagieren sich in allen möglichen Bereichen in der Schweiz. Das fand ich immer wahnsinnig beeindruckend. Aber dass man auch darüber hinausgeht und auch von den Politikerinnen und Politikern einfordert, dass sie das auch vertreten. Und da hat man natürlich auch politisch in Handlungsfreiheit einzugreifen. Gerade in der Schweiz gibt es eigentlich sehr viele Möglichkeiten. Ja. Oder, man ist schlussendlich recht nah an den Politikerinnen und Politikern dran. Genau. Selbst auf Bundesebene ist man eigentlich recht nah und hat dort die Möglichkeit, mal dem Nationalrat einen Brief zu schreiben oder vielleicht ins Gespräch zu kommen sogar, oder politisch aktiv zu werden. Absolut. Wenn wir jetzt so die Geschichte, die du jetzt erzählt hast in den letzten Minuten, die verschiedenen Stationen, die wir abgegangen sind, würdest du sagen, eine schwierige Frage kommt jetzt, würdest du sagen, die Welt ist ein schlechter Ort? Nein. Nein. Also ich bin Ich bin auch Optimistin. Ja? Mhm. Erstens das. Und man sieht natürlich auch ganz viele positive Entwicklungen. Ne? Also die Zahlen von Menschen, die hungern, die nimmt ab. Es gibt mehr Menschen, die Bildung genießen können als noch vor 10, 20 Jahren. Es gibt auch positive Entwicklungen. Natürlich kommen dazu jetzt der Klimawandel und die Folgen. Natürlich kommt die Pandemie dazu und natürlich kommt Krieg dazu. Aber trotzdem, ich glaube irgendwie an das Gute im Menschen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass die Welt ein schlechter Ort ist. Weil ich glaube, es finden sich immer irgendwo Menschen auf der Welt, die einen besseren Ort draus machen wollen. Mhm. Und ich hoffe, das werden immer mehr. Und dazu möchte ich beitragen. Ja. Okay. Ein sehr schönes Ziel. Also, das ist auch eine Frage, die viele Leute haben, dass sie so fragen, darf man in dieser Zeit jetzt, wo eben der Ukraine-Krieg so extrem nahe ist oder andere Krisen und Konflikte da sind auf der Welt, darf man dann überhaupt zusammenstehen und ein Bier trinken und wir diskutieren jetzt auch tragische Seiten von dieser Welt, von diesem Leben. Aber darf man einfach mal ein Fest feiern und nicht immer in die Teufel hineingehen, was politische Fragen, was moralische Fragen angeht? Ich glaube, man muss es sogar machen. Ja, also erstens mal auch für sich selbst, um sich selbst zu schützen, um auch Momente der Freude zu erleben und des Austauschs. Dafür ist ja so ein Bier wirklich eine gute Sache. Und wir sehen so viele schlimme Sachen im Fernsehen und beschäftigen uns mit so vielen Sachen und sind vielleicht auch durch den Beruf angestrengt, durch die Kinder, durch die Pflege der Eltern oder was weiß ich, was im Leben so alles geschieht. Und ich finde, da braucht es wirklich Momente, wo man mal abschalten kann und wo man mal auf sich selbst schaut und mit einem guten Freund ein Bier trinken geht. Ja. Absolut. Oder mal ein Fest macht. Ja, ja.
Ja, ich bin extrem froh, dass deine Antwort auf die Welt der schlechten Noten ist. Ja, Gesundheit, auf jeden Fall. Ich bin sehr froh, dass das, oder es freut mich, so muss ich sagen, dass es sehr schnell kam, so, nein, die Welt ist nicht einfach ein schlechter Ort. Und ja, es ist auch in Ordnung, dass man ein Bier zusammen trinken darf oder ein Fest feiern. Für mich ist das so, in der Kirche haben wir eine Liturgie, wenn wir einen Gottesdienst feiern. Und dann, wenn wir ein Fest feiern, eine Hochzeit zum Beispiel, haben wir gleich auch einen Fürbitteteil, wo wir an die Leute denken, die jetzt kein Fest feiern, aber auch eine Trauerfeier, wo jemand beerdigt wird zum Beispiel, dass wir dann gleich auch eine Hoffnung haben. Und das ist für mich eigentlich immer so ein Bild für das, wenn mich jemand fragt, ja, darf man jetzt überhaupt ein Fest feiern? Und ich sage selber eben auch, ja. Und du hast gerade die Liturgie angesprochen. Das hat ja auch was sehr Tröstliches, sich in, ich sag mal, in was Bekanntem zu begeben und darin Trost zu finden. Mhm. Ne? Und deshalb ja, kann ich das absolut unterstützen. Ja, jetzt sind wir gerade bei der Liturgie gelandet. Wir sind bei der Kirche gelandet. Ja. Würdest du sagen, dass es zwischen Amnesty International und der Kirche, ich selber bin Vertreter von reformierten Kirchen, würdest du sagen, dass es da Parallelen, gemeinsame Themen gibt? Also gemeinsame Themen schon mal gibt es ganz viele. Wir haben das gesehen bei der Konzernverantwortungsinitiative, wo das Engagement in den Kirchen in der Schweiz zumindest extrem hoch auch war, wirklich dafür zu sorgen, dass Unternehmen auch im Ausland Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen oder Umweltverwüstung übernehmen müssen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Also dieses gemeinschaftliche, was tun, um anderen zur Seite zu stehen, Solidarität zu zeigen, Schwächere zu stützen, das ist ja auch ein Gedanke, der Kirche sehr nahe ist. Und deshalb Also ich finde, da gibt es extrem viele Parallelen. Ja. Auch wenn es natürlich manchmal kontroverse Themen gibt zwischen der Kirche und Amnesty International. Aber Das liegt eher daran, dass wir immer versuchen, eben auch religiös wirklich unabhängig zu sein. Also Mit keiner Religion zu nah zu sein, Um genau das gewährleisten zu können. Damit nicht Menschen sagen, okay, das ist ja klar westlich, christlich orientiert. Mhm. Das wollen wir ja bewusst nicht, weil wir in der ganzen Welt arbeiten. Ja, also wir werden dort Neutralität halten und auch eine religiöse Neutralität. Genau. Und auf der Politik. Also finanziell, religiös, aber auch unabhängig eben von Regierungen. Und dazu gehört aber eben auch, dass wir uns zu keiner Religion jetzt bekennen oder näher hingezogen fühlen, sondern dass wir das versuchen, möglichst nüchtern zu betrachten. Ja. Wir kommen leider schon gleich zum Ende von der Sendung, aber ich würde gerne trotzdem noch fragen, trotz der Neutralität, die du jetzt angesprochen hast, was religiöse Fragen angeht, gibt es etwas, was du dir für Kirche noch stärker würdest wünschen? Gerade hier in der Schweiz, vielleicht hier in Bern. Wenn du mit einem Pfarrer zusammen ein Bier trinkst, dürftest du es gerne loswerden, wenn es etwas gibt. Das ist total lieb. Also ich habe in der Schweiz viele sehr engagierte Pfarreien, Pfarrer, Kirchengemeinden kennengelernt, die in sehr vielen Bereichen unterstützen. Hier in Bern eben auch, was Flüchtlinge anbelangt, was Menschen anbelangt, die auf der Straße leben, haben wir in Zürich auch sehr engen Austausch. Also diesen Austausch weiterhin zu haben und uns vielleicht auch gegenseitig zu unterstützen in den Anliegen, wenn es darum geht, die Rechte von anderen Menschen zu verteidigen, das würde ich mir sehr wünschen. Ja. Sehr gerne nehme ich das so mit und trage es sehr gerne in alle Gremien rein oder alle Gespräche rein, wo ich mit Leuten aus der Kirche, rede. Merci vielmals, Alexandra, bist du vorbeigekommen. Vielen Dank, Tobias, das ging so schnell vorbei. Das ist immer so, wenn man so im Flow ist. Aber vielen herzlichen Dank, bist du vorbeigekommen und hast uns Auskunft gegeben über deine extrem wichtige Arbeit. Und merci vielmals an die ganze Organisation und an dich persönlich, dass dir das macht. Sehr gern und herzlichen Dank für die Einladung. Gern. Nächste Woche bei Nachgefasst ist der Tagesshow-Moderator Franz Fischlin mein Gast. Mit ihm werde ich auch das Thema Ukraine noch einmal beleuchten. Er erzählt uns dann, wie das für ihn ist, Abend für Abend um 7:30 der Schweiz auch schwierige Nachrichten müssen zu erzählen. Ich bin froh, wenn ihr dann auch wieder einschaltet. Habt eine gute Woche. Adieu miteinander.